Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute in diesem Video möchte ich euch so ein bisschen noch meine restliche Reissammlung vorstellen. Das heißt, sprich Japaner, Nissan, Datsun, Mazda, Subaru und was ich, Toyota etc. pp, was ich noch so habe. Ja, dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, einfach anfangen. Und zwar geht es los mit diesem wunderschönen kleinen Skyline, wie man sehen kann, mit der 68 drauf. Müsste ein Skyline sein. Jawohl, ist auch ein Skyline, wie man lesen kann. Ja, gibt es nicht viel zu sagen. Schickes Auto. Dann fangen wir an. Jetzt haben wir hier einen Nissan Skyline. Und zwar mit der 22 drauf. Skyline steht, glaube ich, auch hinten drauf. Schicke Räder. Schicke Farbe. Metallkarosse, Metallboden. Ja. Aber leider, wie ihr sehen könnt, Lampen angedeutet, versucht, aber nicht geschafft. Naja, machst du nichts dran. Dann kommen wir zum nächsten Skyline. Und zwar wäre das dieses schöne Teil. Auch was Feines. Keine Lampen vorne, keine Lampen hinten. Dafür aber wieder die schicken Räder. Metallboden, Metallkarosse, innen drin rot. 20 mit dem Streifen hinten, 20 auf der Motorhaube. Ja, läuft. Gut, 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 gut. Sieht gut aus. Dann kommen wir zu dem schönen weißen GTR 35. Oder R 35 eher gesagt. Plastikboden. Ja, Rückleuchten sind in weiß gehalten. Rechtslenker, wie man erkennen kann. Ja. Dann hätten wir hier dieses schöne Schmuckstück. Auch ein GTR R35. Vorne ein bisschen lackiert. Hinten natürlich wieder nix. Und schön in grün-schwarz gehalten. Natürlich Rechtslenker, wie es sich für einen Japaner gehört, finde ich. Dann hätte ich diesen noch in Grau. Gibt es, glaube ich, auch noch irgendwo in Orange. Habe ich jetzt aber leider in meiner Lackierkiste, Sammelkiste, leider nicht. Na, macht scharf. Ja, hinten ist auch schön. Macht doch scharf. Da, da. Na. Aber man kann es erkennen. Und Rechtslenker. Jawohl, ja, schönes Anthrazit, grau oder wie auch immer. Ja, dann Toyota, Baja Truck, glaube ich, heißt der, mit der 84. Den habe ich auch noch als Falken, aber wo ich ihn jetzt habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall den Falken kennt man, gibt es auch den Super Treasure Hunt. Übrigens, Super Treasure Hunt. Ich habe von diesem den Super Treasure Hunt günstig erworben. Für 20 Euro, glaube ich, habe ich für bezahlt. Auf der Hot Wheels Modellbaubörse, Hot Wheels Tauschkaufbörse. Ja, wie ihr erkennen könnt, Gummiräder, Plastikräder. Der Unterschied ist klar, oder? Naja, man sieht es kaum. Aber das ist Plastik, das ist Plastik. Aber das ist auf jeden Fall der Super Treasure Hunt davon. Dann kommen wir zum Subaru mit der 3. Das ist der Subaru STI, WRX STI. Keine Lampen hinten, keine Lampen vorne. Ja, die goldenen Felgen. Hab ihn ja auch in
Rot habe ich ihn auch noch mal. Ja. Und ansonsten in Rot, wie gesagt, in Rot habe ich ihn auch schick gemacht. Dann habe ich ihn sogar zweimal aus der Fast and Furious Sammelserie leider versehentlich ein zu viel ausgepackt, weil ich dachte, ich hätte keinen mehr und ausgepackt. Naja, was willst du machen, ne? Zweimal Subaru. Subaru geht immer, wie ich finde. Ich meine, Subaru könnte ich auch in meiner Kiste weiter unten. Wie gesagt, meine Kästen zeige ich euch auch irgendwann mal. Ja. Subaru hier, Subaru da. Subaru ist schon wunderbar. Dann kommen wir hier. Der einzige Honda Prelude, den ich habe. Genau, Prelude. Ich will auch keinen anderen haben, weil den finde ich mega in dem Silber. Die anderen Farben, naja, gefällen mir nicht so. Gefällen vor allen Dingen gefallen. Ja, japanisches Kennzeichen. Leider nur hinten. Aber man erkennt die Rückleuchten. Leider nicht das Honda-Logo. Rotes Interieur. Plastikräder. Naja. Dann hätte ich diesen schicken Toyota. Toyota 2000 GT. Ja, schlicht einfach. Ja. Dann hätte ich sogar noch diesen Subaru aus der Fast and Furious Sammlung. Zweimal auch wieder versehentlich ausgepackt. Genau wie bei dem anderen Subaru dachte ich, ich hab die leider nicht mehr. Oder nur einmal. Und naja, was machst du? Machst du nichts dran. Zweimal, wie man sehen kann. Vorne Lampen, hinten Lampen. Räder sind dieselben. Kann man erkennen? Ja, naja. Na egal. Macht man halt nichts dran. Dann kommen wir. Ja, geht es weiter. Und zwar habe ich hier Nissan 300 ZX in Weiß. Rot Innenausstattung, rote Rückleuchten, vorne gut, hinten gut. Ja, schönes Modell, schickes Auto. Übrigens auch einer meiner Favoriten. Was die japanische Automobilkunst angeht. Ja, dann habe ich diesen nochmal als Police. Musste ich haben. Auch wenn er leider kein rotes Licht auf dem Dach hat. Aber die Lackierung alleine schon. Mit den Felgen hier. Plastik, Plastik, Plastik. Jo. Dann habe ich ihn auch noch etwas älter. Und zwar 300 ZX, wie man lesen kann. Ja, diverse Lackerplatzer für das Alter, aber ganz normal. Und, naja, Metallboden, Metallkarosse. Vor allem der Vorteil ist, man kann die Türen aufmachen. Leider ein Linkslenker. Federn, naja, Federn tut er jetzt nicht so. Hätten keine Lampen. Ja, machst du nichts dran. Dann habe ich ihn auch noch mal in Pink, Lila, Lila sage ich schon, Rosa, wie man sagen möchte. Selbe Spiel wie bei dem Roten. Türen gehen auf. Linkslenker, Metallboden, Metallkarosse. Räder sind dieselben. Jo. Dann fangen wir an. Subaru. Ja, Subaru sage ich schon. Datsun oder Datsun. Die sind schön. Das ist 510 von Yada Toys. Ziemlich groß im Gegensatz zu anderen. Aber man kann auch nichts aufmachen. Dafür aber schön die roten Rückleuchten. Felgen. Naja, geht so gerade. Geht alles so. Ja. Den Streifen gibt es auch noch mal von Hot Wheels. Habe ich auch irgendwo noch
Dann 510 Wagon. Schöne Lackierung mit den Hibiskusblüten. Ja, fehlt nur noch das Surfboard. Aber man kann ja nachhelfen, indem man sich selbst zu helfen weiß. Schickes Grün mit der 1. Linkslenker. Jo. Dann haben wir den typischen mit der 71 drauf. Ich glaube, den gibt es auch nochmal in Rot als Kombi. Aber ich glaube, den roten habe ich gar nicht. Also nicht den Momo, sondern ganz in Rot. Den Momo gibt es den ja auch nochmal ganz in Rot. Also in Rot. Man hier erkennen kann, irgendwelche japanischen Schriftzeichen, Datsun-Logo. Jo, da nochmal Datsun-Logo. Jo, dann habe ich den aus der 51 Jahre Hot Wheels Serie. Kennt man bestimmt auch. Irgendwas Japanisches steht da dran. Goldenes Innenleben. Ockerfarben, beige, wie auch immer. Unterboden. Felgen in Gold. Blaue Scheiben. Nur ja, Lampen muss man nicht mehr erwähnen. Dann hätte ich hier den GNC Surf Patrol Datsun Wagon. Ja, schick blau. Leider auch ohne Surfboard. Schwarz innen drin. Leider auch wieder Linkslenker. Schade eigentlich, dass die japanischen Autos nur Linkslenker sind, die meisten. Rote Felgen. Jo. Dann, wie gesagt, den roten Momo habe ich. Da fehlt mir noch der gelbe. Der fehlt mir noch. Ja. Den brauche ich, den hier. Den roten suche ich auch nochmal eingepackt. Den gelben suche ich auch nochmal eingepackt. Wer vielleicht was hat, was mir noch fehlt, kann mich gerne anschreiben. Oder, ja, wie gesagt, anschreiben geht ja nur. Oder kommentieren geht auch. Ja, den Momo habe ich sogar noch mal in Stufenheck. Man sieht, selbe Spiel. Der Pfeil noch nicht so groß. Vorne dasselbe. Ja, vorne ein bisschen anders. Hinten. Ja, hinten. Oh, so schlecht immer die Grafik. Was heißt Grafik? Die Kamera. Ja, der Pfeil ist ein bisschen anders. Nun ja, fehlt der schwarze Streifen in dem Stufenheck. Dann kommen wir zum Surf Patrol in Silber. Ich glaube, das ist sogar ein Zamac, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. War so ein Nebenbeikauf. Ja, schwarzer Unterboden. Schwarz innen drin. Auch wieder Linkslenker oder Rechtsreihenlenker. Weiß ich nicht gerade. Kann man sehr schlecht erkennen. Nee, Linkslenker. Jo, obendrauf. Mit der 71. Gelbe Scheiben. Was ja natürlich extrem hässlich ist, finde ich, gelbe Scheiben. Aber naja. 510 Bluebird Stufenheck. Schöne Pizza Wheels heißen diese Räder, glaube ich. Mit der 32 dran. Hinten ein bisschen was dran. Motorhaube. Linkslenker leider. Überrollkäfig. Jo. Schwarze Bodenplatte. Dann. Zu diesem, ich glaube, der hat ja hier, wie man schon sehen kann, hier oben Lackplatzer in weiß, Innenleben hier dazu noch auf der Motorhaube stehen. Ja, IW oder TW oder sonstiges Racing, keine Ahnung, aber auch der hat verchromt. Nun ja, kann man halt nichts dran machen. Dann hätte ich diesen schicken Tokio 2020 Olympische Spiele Serie Toyota 2000 GT. Den gibt es auch noch mal in weiß. Den habe ich leider nicht. Jo, kann man sehr viel erkennen. Jedenfalls die andere Seite nicht. Und passend dazu
habe ich auch noch Toyota Tundra. Und zwar, was ist das? Baseball. Baseball, und der hier ist Karate oder Karate oder wie auch immer. Ach, hier oben erkennt man es ja auch. Wie man sieht, oben. Nummer 2 von 10 und Nummer 8 von 10. Wie gesagt, die beiden brauche ich noch in Weiß. Die beiden Toyota. Ja, 10er Toyota Tundra. Kleiner, süßer Geländewagen. Und ja, da fällt mir ein, ich habe ja auch noch diverse andere. Die müsste ich nur mal gerade vorkramen gleich. Aber erstmal abwarten. Dann hätte ich diesen schön pinkfarbenen Cyan. Auch ein sehr schönes Teil. Auch schickes Auto. Besonders in der Farbe. Cyan FRS Pink. Da sieht man, was es noch gibt. Ford Focus, Nissan Skyline, Honda CRX und den Volkswagen Golf MK2. Dann hätte ich Toyota Sprinter Trueno. Leider nur den blauen. Den schwarzen Falken suche ich noch. Ja, schick, schick. 86er. Nicht ein 85er, die kann man beide schon mal leicht verwechseln. Ja, ansonsten, was hätte ich noch im Angebot? Momentan musste gerade mal meine Alexa ausstecken. Die hätte mir sonst dazwischen gebabbelt, wie auch immer. Ja, Team Transport. Den Datsun 510 und den Fleet Flyer. Ja, auf den LKW bin ich jetzt nicht so scharf gewesen, sondern mehr auf den Datsun. Den habe ich auch noch mal gehabt, aber leider ausgepackt. Und jetzt habe ich ihn auch noch mal eingepackt. Ja, was gab es da noch? Nissan Skyline und den Supernova. Ich habe aber nur den, der fehlt mir noch. Den muss ich aber auch nicht unbedingt haben. Ich bin jetzt nicht so der dieser Nissan Skyline-Fan. Ich mag Nissan Skyline, aber nicht alle Nissan Skyline-Modelle. Übrigens, Nissan Street Tuners-Serie, Car Culture, 96er Nissan 180 SX Type X in Schwarz. Na klar, Rückleuchten sind. Front, ja, auch schön. Innen schwarz, so wie es aussieht, aber Metallplatte und wie ihr erkennen könnt, natürlich Wheelrider. Ockerfarbene, beigefarbene Felgen. Was haben wir dann hier? Ah, Nissan Silvia S15. Mein absoluter Favorit unter den japanischen Autos. S15, S14. Ich mag beide sehr gerne. Wenn ein japanisches Auto, dann dieses. Oder wie gesagt, den S14. Dann hätte ich noch einen Datsun Bluebird Wagon. Wie gesagt, den roten Kombi habt ihr eben schon gesehen. Jetzt habe ich den auch nur noch mal in Schwarz. Roter Unterboden. Ja, ich glaube, gelb ist momentan auch wieder. Gelb habe ich leider nicht. Aber nun ja. Subaru BRZ Pandem aus der Street Tuner Serie. Könnt ihr sehen, Silvia, Mazda, Honda S2000. Habe ich alle, die meisten aber ausgepackt. Ja, den habe ich auch nochmal ausgepackt. Und zwar, wo wir gerade bei Subaru sind, hier kann man gut sehen. Nicht wahr? Subaru ausgepackt. G-Ready auf dem Nummernschild stehen. Lampen wenigstens gegeben. Ja. Schick, schick, schick. Also ich finde den schick. Dazu ein 15 aus der. Aus welcher Serie sind denn die überhaupt?
Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall Car-Culture. Den habe ich auch nochmal ausgepackt. Ist auch irgendwo. Werdet ihr auch gleich nochmal ausgepackt sehen. Joa, was haben wir hier? Escort, den BMW habe ich, den habe ich. Aber Escort fehlt mir leider, den Porsche habe ich. Habt ihr aber schon gesehen bei mir. Dann Mazda. Den habe ich auch nochmal ausgepackt. Ach, übrigens ausgepackt. Moment. Kleinen Moment. Und zwar, da ist er nochmal. Der Mazda, der Datsun, der da drin ist. Mit der 86. Lampen hinten. Bredatzen 68, hier auch erkennen kann. Hier. Ja. Kommen wir aber jetzt mal zurück zum Mazda. Den habe ich auch noch mal ausgepackt. Einzige, was mich stört beim Mazda, ist dieser schräge Heckspoiler. Das Teil hier oben, wo die 18 draufsteht, kann man abnehmen. Zeige ich euch gleich noch mal. Zwei verschiedene Paar Felgen. Goldener oder brauner Unterboden. Joa, Mazda-Logo. Könnt ihr aber gleich besser sehen, wenn ich euch den so zeige. Dann hätte ich einen. Wo ist er? Hier. Nissan Silvia S15 aus der Fast Imperious. Fast Tuner Serie. Ja, habe ich auch nochmal ausgepackt. Oben ein bisschen staubig. Entschuldigung. Ja, ich glaube eher, das ist drin, das Auto, so wie es aussieht. Ah, ist schon gut, dass der eingepackt ist. Ausgepackt habe ich ihn ja nochmal. Lampen sind. Jo. Dann nochmal ein aus der Fast Serie von Fast and Furious, Fast Tuners. Einmal die Nissan 240 SX. Joa, S14. Hinten kann man sehen. Nissan Silvia S15. Mazda Subaru Honda. Habe ich auch zweimal ausgepackt. Nissan 240 SX. Joa, schick ist er. Schwarze Motorhaube, die Lackierung ist auch mal cool. So, dann kommen wir zum Mazda RX-7. Kann man auch lesen. Aus der Fast and Furious Serie. Habe ich auch noch mal. Jo. Real Rider. Was auch immer das für eine Lackierung ist. Also ich fand die irgendwie komisch, die Lackierung. Aber ich musste ihn trotzdem haben. Und einmal Honda Civic Fast and Furious. Wie ihr wisst vielleicht. Ich glaube, der stand sogar bei der Szene, wo Hahn beerdigt wird. Meine ich zumindest mal ganz kurz am Rand. Honda Civic EG. EG, genau. Ich kenne mich bei Honda mit den Bezeichnungen nicht so aus. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Man muss ja nicht alles können. Nicht wahr? Ja, wie gesagt. Mein Pandem. Da habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Toyota Supra. Von Mini GT. Spiegel sind beweglich. Pandem Logo. Pandem hier. Der Saukönig. Jo. Das war die Supra. Das ist mein. Wie heißt die Boulevard-Serie? Der 86er Toreno, wie auch immer. Real Rider. Jo. Lampen vorne und Lampen hinten. Rechtslenker, so ist richtig. Ja, was habe ich noch im Angebot? Subaru WRX
STI. Auch, glaube ich, aus der Boulevard-Serie. Aber hier haben wir hinten Subaru stehen, Nummernschildchen drauf, Lampen sind. Und Linkslenker natürlich. Klar, er hat auch das amerikanische Kennzeichen, glaube ich. Kann man erkennen? Kann man das erkennen? Auf jeden Fall ein amerikanisches Kennzeichen. Aber, naja. Kein Linkslenker. Schade, schade. Rechtslenker, Entschuldigung. Dann ein Subaru. Ein Subaru Impreza. Auch Wheelrider, wie man hier sehen kann. Rechtslenker, Lampen. Ja, dann Nissan GT-R 35 Liberty Walk. Den habe ich euch aber auch schon mal gezeigt. Im Video vorgestellt. Wow. Auch schön. Mini GT. Dann hier. Mini GT. Liberty Walk Subaru. Wie gesagt, die Mini GT Videos habe ich euch ja schon gezeigt, aber ich zeige sie trotzdem gerne nochmal. Weil absolut geile Autos. Absolut geile Autos. Dann noch mein Pandem GT35. Hatte ich auch mal ein Video von gemacht. Müsste es auch auf meiner Seite zu sehen geben. Schlicht einfach in grün, gelb, wie auch immer. Ja. Ah, okay. Viel weiter, wie man erkennen kann. Ja, dann Hot Wheels. Aus der, weiß ich jetzt gerade gar nicht, welche Serie das war. Doch, Moment. Aus der 50 Jahre Hot Wheels Serie, glaube ich. Da gab es auch den Ford Econoline dabei und sowas alles. Dazu ein 15 Wagon. Ja. Wheel Rider. Kann man, glaube ich, auch erkennen. Metallboden, Metallkarosse. Lampen vorne und den Grill. Lampen hinten. Jo. Dann, wie gesagt, hier ist der nochmal, der Subaru, den ich habe in groß, also den großen Subaru, Subaru sei schon, Datsun, den ich habe, wie man sehen kann. Beides der gleiche. Nur halt, das ist Jada und das ist Hot Wheels. Kann man nicht viel zu sagen. Schlichtes Silber mit weißen, silbernen, verchromten Streifen. Hier hinten steht nochmal, kann man es lesen, G-Ready und noch irgendwas anderes. Ja. Den hatte ich auch noch eingepackt, eben gezeigt. Hier ist er nochmal ausgepackt mit der 71 auf der Front. Ja, Metallboden. Hinten wenigstens lackiert. Dann habe ich diesen schicken, auch wieder Metallboden. Hinten leider diesmal nicht lackiert. Vorne dafür die Motorhaube ist schön schwarz. Hier steht Japan oder Japan oder wie auch immer. G-Ready und bisschen Kleinigkeiten drauf. Die Räder sehen auch Bombe aus. Stahlfelgen. Ja, Real Rider, wie man erkennt. Und dann, wie gesagt, den hatte ich eben schon mal auch lose gezeigt. Aus der Transport Team Serie oder Team Transport Serie. Ja. Dann kommen wir jetzt einfach mal zu meinem zweiten Kästchen. Nissan-lastig sind wir jetzt. Nissan Skyline Fast and Furious Tokyo Drift. Wer sich an den vielleicht erinnern kann, das ist der, wo die beiden japanischen Mädels sitzen und wo der Hahn da seine Kreise drumherum zieht. Wenn ihr die Szene noch kennt oder Szene noch kennt. Ja, was ist es? Nissan Skyline GT-R 33. Jo, schicke Lackierung. Dann kommen wir hier zu meinem
GTR 33. Ich weiß jetzt gerade nicht, aus welcher Serie der ist. Aber hinten Lampen. Vorne Lampen, oder? Vorne Lampen. Bisschen was auf der Motorhaube drauf. Ja, schlicht und einfach gehalten. Auch ein schickes Modell. Haben wir hier diesen schönen. Das ist den R30 in Rot-Schwarz. Ich glaube, den kennt man. Steht da. Er ist Turbo. Ja, Lampen hinten, Lampen vorne, Metallboden, Metallkarosse, Real Rider. Dann hätten wir hier einen Nissan Skyline C210 aus der Boulevard-Serie, der Boulevard-Serie, wie man es sagen möchte. Lampen vorne sind dran, Lampen hinten sind dran. CJS, verchromte Seitenleisten. Ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch mal den nächsten. Und zwar ist es ein Nissan Skyline C210 in lila. Hier steht auch schön Skyline. Ist ein Rechtslenker, hat ein verchromtes Lenkrad sogar. Steht G-Ready, Metallboden. Ja. Genau. Dann haben wir hier Nissan Skyline Wagon oder Skyline Van, wie man sieht, den 69er aus der, ich weiß nicht, wie sie heißt, Cargo Serie oder wie heißt sie, ich weiß es gar nicht. Da gab es noch den Ford Transit und so mit dabei im Golf Design. Schick gemacht, hinten Lampen, leicht erkennbar, vorne, ja. Typischer Skyline. Dann haben wir hier einen Skyline Van aus der X-Men Serie. Metallboden. Hinten wieder und vorne wieder. Vorne hier Streifen auf der Motorhaube. Hier sind die ganzen X-Mens und X-Womens und wie sie alle heißen. Hier ist er. Ist das glaube ich, ist das nicht Wolverine? Ich weiß es gerade gar nicht. All New X-Men steht da drauf. So, dann hier aus der Gulf-Serie, glaube ich. Nissan Laurel 2000 SGX. Aus der Gulf-Serie. Rechtslenker. Gulf ist klar, hellblau, orange oder dunkelblau, orange. Habe ich ja noch einen McLaren, aber den habe ich, glaube ich, schon mal in einem Video gezeigt. Genau, den habe ich schon mal in meinem England-Video gezeigt. Dieses, was keinen Titel hat. Könnt ihr gerne mal reingucken. Dann haben wir hier noch einen Laurel in Grün. Ich glaube, das war sogar die Japan-Historik-Serie. Auch dieser lilane C210, glaube ich, war auch Japan-Historik. Jo. Real Rider, vorne Lampen und hinten Lampen. Dann habe ich noch den, der war glaube ich auch Team Transport. Auch nochmal ein Laurel, hinten Lampen, vorne Lampen, G-Ready, kann man sehen, G-Ready Logo, die 71, links und rechts, ja. Oh ja, dann haben wir einen Nissan Skyline, glaube ich. Nee, Nissan Silvia sogar ist es. Ein etwas älteres Modell. Hinten auch wieder Lampen bemalt. Vorne auch. Vorne auch. Hinten, ja, jetzt sieht man es besser. Auch wieder Rechtslenker. Ja, ganz in Grün gehalten. Mit schicken alten Felgen. Speichenfelgen und Real Rider. Hot Wheels. Ja, ein sehr hübsches Teil.
So, dann hätten wir hier Nissan Silvia S14. Das ist eine S14 mit japanischen Kennzeichen. Ja. Oh, in weiß gehalten mit schwarzen Felgen und rotem Bremslicht. Steht Silvia hinten drauf. Ja, dann haben wir hier, was ist das? Silvia S15 aus der Fast and Furious Serie, glaube ich. Meine, da hatte ich hier, ich habe es gerade noch neben mir liegen. Genau, da ist derselbe nochmal. Und Rückleuchten, Front. Ja, Rechtslenker, schwarze Motorhaube und ansonsten in bräunlich gehalten, schwarzer Unterboden, Bodenplatte, Wheelrider, schicke Felgen. Was mich nur stört, dass Wheelrider auch immer die meistens dieselben Felgen verwendet. Finde ich ein bisschen schade, aber naja, was willst du machen? So, hier habe ich noch einmal die Nissan Silvia S15 aus der Forza-Serie. In Blau, da erkennt man sogar hier die Rückleuchten. Vorne das Forza-Logo, hier steht auch nochmal Forza an der Seite dran. Vorne die Front auch wieder leuchten. Rechtslenker, Plastikspoiler, naja. Metallboden, Metallkarosse, schicke Felgen, Wheelrider. So, dann haben wir hier, glaube ich, ist aus der Boulevard-Serie, glaube ich, auch. Formula Drift und hier steht es richtig rum. Zweifarbige Felgen, was mal richtig schick ist. Dann haben wir hier so leichten Militärlook. Rückleuchten mit Nummernschild. Dies ist ein, was man sehr, sehr, sehr schwer erkennen kann durch die schwarzen Scheiben, aber ich denke mal, ah doch, da ist ein Rechtslenker. Die Motorhaube schön in Carbon gehalten. Hier steht Hot Wheels FD68. Oh ja. Dann hätte ich hier Nissan Silvia S15. Auch nochmal nicht zu verwechseln mit dem einen, mit dem S14. Der Unterschied ist ein bisschen, sieht man auch. Ja. Hier Frontleuchten. Jo. Heckleuchten, jo, Nummernschild, hier irgendwas Amerikanisches, aber Rechtslenker und diesen hässlichen Plastikspoiler. Felgen, schwarze Bodenplatte, ansonsten schlicht in weiß. Ja, hier, den kennt glaube ich jeder von Fast and Furious. Ich sage nur Tokyo Drift, Parkhausrennen, leider etwas kaputt. Der musste natürlich sein. Und ja, er ist auch extrem geil, finde ich. Mit der Lackierung und dem orangen Streifen. Hammergeiles Teil. Wheelrider. Ja, hier. Rechtslenker. Hier habe ich nochmal die Nissan 200. Hier steht zwar Silvia. Es ist dasselbe Auto, wie man erkennen kann. Hier steht aber 240 SX S14, wie man da schwer erkennt, da. Ja. Und hier Nissan Silvia S14. Was jetzt da der Unterschied ist, warum auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall schwarze Motorhaube, Rechtslenker, kann man ganz schwer erkennen. Ja, hier. Hier. Ja. Dann hätte ich hier noch eine. Silvia S14. S14 hier, S14 da. Auch nochmal Fast and Furious. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube aus dem, wo er die Mia kennenlernt, der Brian. Meine ich, war mit dabei, wo er da immer sein Essen holt.
wo auch diesen Ford F-150 da fährt, den roten. Ich bin mir da aber nicht mehr ganz so sicher. Und dann haben wir noch zu guten Letzt von den Datsun Sunny Truck. Leider ist es ein Datsun und kein Nissan. War falsch eingeordnet, aber nun ja, machst du nichts dran. Ich weiß gerade auch gar nicht, aus welcher Serie der ist. Fällt mir gerade nichts ein. Aber Megateil, muss man sagen. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Caddy, finde ich so, wenn man ganz kurz guckt. Hinten hier die Ladefläche zum Beispiel. Ja, ist auch noch, da ist auch noch Krams drauf. Benzinkanister, ist da noch drauf, irgendeine Decke zusammengerollt und ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall Rechtslenker und ja, das war's dann auch von diesem Kasten. Aber ich habe noch einen Kasten. Das ist dann auch der letzte. Da sind nicht allzu viele Modelle drin. Und sonst wird das Video einfach zu lang. Mache ich es kurz und bündig. Honda City Turbo aus der Japan-Historik-Serie, glaube ich. Hier der schicke Auspuff. Ja, in Orange hat was. Dann haben wir den schicken S2000. Jetzt nicht unbedingt mein Favorit an Honda, aber man kann. In Silber gehalten, aber Linkslenker, wenn ich richtig irre. Ja, das ist ein Linkslenker. So, dann kommen wir hier zu der lieben Suki und ihren S2000, wie man ihn schwer erkennen kann. Auch alles Wielweiler, unten auch pink, pink in Massen. Schicke Felgen. Ja. Den finde ich wiederum cool. Also nur weil ich Pink mag als Mann, heißt es auch nicht, dass ich jetzt, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Honda Odyssey mit der Dachbox. Hinten steht ganz drauf Nismo Moto. Überall Nismo. Ah, man kann es vielleicht erkennen. Nismo Moto. Honda Odyssey. US. Linkslenker, Dachgepäckbox oder was auch immer das darstellen soll. Wheelrider. Schicke Unterbodenplatte vor allen Dingen. Vorne auch. Das wäre auch noch ein Auto, was ich mir holen würde. Dann hätten wir hier NSX, Honda NSX. In Schwarz. Ich meine auch Fast and Furious. Innen drin, ja, so leicht rötlich, bräunlich. Ich glaube eher rot. Vorne, hinten natürlich, ne, klar gesehen. Bodenplatte schwarz, Auto schwarz, Räder grau. Da ist der zweite Honda Civic, den ich meine. Auch versehentlich ausgepackt. Nun ja, machst du nichts dran, kannst du nichts dran machen. Und zwar, sorry, muss ich gerade mal ein bisschen wegräumen. Dann haben wir hier noch ein Honda Civic. Und zwar dieses schicke Teil. Hello Kitty. Mit der Kitty hier. Und Hello und jo. Was auch immer das heißt hier hinten dran. 110, keine Ahnung, kann man schlecht lesen. Dann hätte ich hier einen Honda, nee, einen Acura NSX. Ich meine Fast and Furious. Genau, weiß ich es jetzt aber nicht mehr. Schickes Teil, einfach nur ein schickes Teil. Ist auch einer meiner Lieblingsjapaner. Aber Linkslenker. Unterboden, Metall, Felgen, kann man erkennen. Wheelrider. So, dann haben wir hier. Nochmal genau, auch doppelt ausgepackt. Naja, wenn der Kopf nicht angewachsen wäre, ne? Naja, wie gesagt, den hatte ich eben schon mal gezeigt.
Zack. Und da habe ich noch mal einen Mazda RX-7. Genau. Mazda RX-7. Mazda RX-7. Beides von Fast and Furious. Glaube ich noch mal. Andere Lackierung. Linkslenker. Naja. Linkslenker ist für ein japanisches Auto. Weiß ich nicht. Mazda RX-7 in Gelb. Kann man auch erkennen. Schwarzer Metallboden. Rote Lampen. Vornlampen. Rechtslenker. Ah, schickes Gelb. Richtig schickes Gelb. Und die Felgen natürlich auch. Kann man gut erkennen, oder? Ja. Gut. Dann haben wir jetzt hier noch denselben Mazda, den ich euch schon mal gezeigt habe. Aber wie ich schon sagte, man kann hier hinten, wie war es? Genau. Abnehmen. Kann man sich den Motor angucken. Wie auch immer man möchte. Einziges, was mich wirklich, wirklich, wirklich stört, ist dieser krumme. Der ist aber bei allen so. Keine Ahnung, warum der so schräg ist. Ich habe keinen Plan. Aber naja, was soll's. Ah, hier. Golden sogar. Goldener Unterboden. Hinten goldene Felgen, vorne weiße Felgen. Joa, Rechtslenker. Hinten sogar Lampen. Die erkennt man das auch, den Spoiler. Naja. So, jetzt die letzten beiden. Oder vorletzten drei. Mazda Cosmo. Cosmo, Cosmo. Fehlt nur noch der Mazda Wander. Aha, nein, Quatsch. Felgen hier, Felgen da. Schick, schick. Und dann habe ich denselben nochmal aus der Boulevard-Serie. In Blau der Unterboden, braune, goldene Felgen, wie auch immer. Rechtslenker. MM auf der Nummer, weiß jeder, glaube ich, wer er ist. Mighty Max oder wie auch immer der hieß. Rote Lampen. Vorne. Freundlichkeit. Das Auto ist total freundlich. Schaut mal. Wie zwei Augen und ein lachender Mund. So, und dann habe ich noch einmal einen Tomica Honda Civic Type R. Tomica, Tomica. Hier natürlich. Der Spoiler ist, hat Gummi sogar. Gummi, Gummi. Und der soll noch ein bisschen lackiert werden, glaube ich. Ich weiß es noch nicht. Ja, Leute, das war's. Heute mal ein etwas längeres Video. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaut. Und könnt dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich abonnieren, ihr könnt kommentieren, ihr könnt mich auslachen. Ganz wie ihr wollt, ist eure Sache. Dann würde ich mal sagen, bis nächste Mal. Ciao.